Servus und hallo zum Vlog hier auf Marbache TV. Viele von euch fragen sich, oder nicht nur sich, sondern auch mich direkt, wie mache ich das eigentlich alles? Wie lebe ich? Wie funktioniert das? Und ja, hier bringe ich Ihnen nun ein paar Facts. Ich wohne in meiner eigenen Wohnung. Möglich ist das durch persönliche Assistenz. Persönliche Assistenz ist ein super cooles Konzept, wie ich finde. In Wien ist das noch besser, weil wir haben eine gute Finanzierung und ein gutes Konzept von persönlicher Assistenz. Leider gibt es in Österreich weit in jedem Bundesland eigene Regeln. Das bedeutet, in manchen Bundesländern gibt es gar keine persönliche Assistenz. Ich werde hier noch ein Video einbinden von der WAG, der Wiener Assistenzgenossenschaft. Die hat ein Video erstellt, und zwar ein Rezept für das perfekte PA-Konzept. Also PA steht für persönliche Assistenz. In dem einfach jeder aus den Bundesländern, die einzelnen Leute, gesagt haben, was an ihrer persönlichen Assistenzlösung vom Land das Beste ist. Und das alles zusammen würde eigentlich eine österreichweite, grandiose Finanzierung und Konzept von PA bedeuten. Ist wunschdenken, leider. Aber Fakt ist, hier in Wien habe ich es gut erwischt. Und PA bedeutet, dass ich Personen anstelle, ich suche sie auf Jobplattformen. Ich schreibe ganz normal einen Job aus, wie jeder andere Firmenchef auch. Und mit Anforderungsprofil, dann was der Job bedeutet und was ich biete. Und die Leute kommen dann zu mir, bewerben sich. Wir führen ein Bewerbungsgespräch. Und dann entscheide ich mich für eine Person. Und finanziert das durch die Stadt Wien. Und ich rechne dann mit der Stadt Wien direkt ab. Die Assistenten stellen mir Honoranoten. Ich gebe die dann den Fonds weiter und die geben dann das Geld bereit und ich bezahle dann die Assistenten damit. Die Assistenten machen bei mir zu Hause eigentlich das, was ich, oder sie machen das, was ihr zu Hause auch machen müsst, aber selber machen könnt. Wäsche waschen, kochen, Wohnung putzen, abstauben, Blumen gießen, einkaufen gehen, Müll wegräumen, ja. All die Dinge, Bett überziehen, bügeln, Wäsche aufhängen, ja, alles, was so anfällt, damit man nicht im Chaos, Dreck und ja, Elend versumpert. All das, was ihr zu Hause machen müsst, das mache ich mit Assistenz. Das bedeutet, ich gehe hin. Man könnte sagen, ich bin eine Putzfrau, ist es aber nicht, weil ich sage genau was, wann, wo, bin auch dabei, wenn sie es macht. Außerdem geht die Assistenz mit mir einkaufen, sie macht mir die Türen auf, ich schreibe keine Einkaufsliste und sage, bitte, hol das und das, sondern ich gehe schon mit und bestimme dann selbst, meistens kaufe ich alles, nur nicht das, was auf der Liste steht, aber das ist ein anderes Problem. Und ja, ich sage, wo was im Kühlschrank wie eingeordnet wird, wo ich selbst hinkomme und damit ich es erwische. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf Urlaub fahre oder am Wochenende wohin fahren möchte, ist der Assistent auch dabei, hilft mir dann eben beim Einsteigen im Zug oder ins Auto umsetzen. Und bei Toiletten, wenn ich unterwegs bin und die Toiletten nicht so gebaut sind, dass ich selbst sie alleine benutzen kann, dann ist auch der Assistent da, der mir hilft. Und dann Jacke anziehen und ausziehen und ja, solche Hilfstätigkeiten, die aufgrund meiner Behinderung, meines Kleinwuchs, meiner geringen Reichweite nicht gehen, macht eben der Assistent. Ist für mich eine große Erleichterung, aber es ist auch eine Herausforderung. Ich habe ein Team aus 3 persönlichen Assistenten und die abwechselnd kommen, über die Woche verteilt. Assistenz ist eine sehr persönliche Sache.
die Menschen sind immer sehr nahe an dir dran. Umgekehrt natürlich auch. Aber wenn ich einen guten Tag habe und irgendwas Tolles passiert mir, irgendwas super Geniales, dann ist der da und kriegt das sofort mit, unvermittelt. Das heißt, ich bekomme einen Anruf mit einer super guten Nachricht und dann, yeah, woo, ja, man legt auf und dann beginnt man durchzudrehen vor Freude. Der Assistent kriegt das sofort mit, ungefiltert. Genauso ist es aber, wenn ich was Trauriges oder Schlimmes erfahre. Ich kann nicht für mich selbst kurz einmal, ja, und mich fassen und mir überlegen, wie kommuniziere ich das jetzt, sondern der Assistent ist auch meistens in der Nähe und kriegt das mit schon während des Gesprächs am Telefon zum Beispiel. Oder wenn ich mich mit Leuten treffe und eine schlechte Nachricht bekomme oder so. Die Assistenten kriegen das unvermittelt mit, dürfen das natürlich aus Verschwiegenheitsgründen nicht weitergeben, aber dann ist eben, da muss ein großes Vertrauen vorhanden sein, damit das, ja, überhaupt funktionieren kann. So gesehen ist es für beide Seiten eigentlich auch schwierig. Manchmal. Und ja, was gibt's noch zu sagen über persönliche Assistenz? Ich möchte es nicht missen. Die Alternative wäre für mich, in einer Einrichtung zu wohnen, in der ich, ja, zu gewissen Uhrzeiten aufstehen muss, ins Bett gehen muss und die Toilette nur dann und dann und baden nur dann und dann, wenn das Personal Zeit hat und es, wie es in Einrichtungen leider so üblich ist, aufgrund der immer schwierigeren Finanzierungslage, es gibt immer weniger Personal, immer mehr Bewohner und die müssen dann alle irgendwie gut versorgt werden und da gibt es dann zack, 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 zack. Ja, Frühstück gibt es von der und der Zeit und dann nicht mehr, weil dann beginnt schon die erste Charge mit dem Baden und Anziehen und was auch immer. Ich kenne das aus früheren Zeiten. Ich habe 6 Jahre, 7 Jahre in einer Einrichtung gelebt und bin jetzt froh, dass ich alleine lebe und ich möchte nicht mehr dahin zurück. Weil es einfach, ja, Freiheit und ja, Lebensqualität. Das ist persönliche Assistenz. Und ich wünschte, das könnten alle Österreicher und Österreicherinnen, die eine Behinderung haben, genießen. Ja, das war's heute ein bisschen schwerfällig, aber muss auch sein. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal trotzdem und seid nächste Woche, Freitag 16 Uhr, wieder dabei. So weit, so gut. Mein Name ist Martin. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche. Servus.